Hallo, ich bin Christian. Ich bin Psychologe und seit 20 Jahren in der Autismustherapie tätig. Ich möchte euch hier auf YouTube regelmäßig etwas über Autismus berichten. Hintergrund ist für mich, dass sich immer noch viele falsche Informationen im Internet befinden und deshalb hier von mir einige Fakten und zu bestimmten Themen meine Meinung. Heute in meiner ersten Session möchte ich zwei Dinge berichten. Zum einen möchte ich erklären, wo kommt das Wort Autismus her? Und zum anderen möchte ich beschreiben, wer Autismus entdeckt hat. Mit beschreiben meine ich, wer Autismus als erstes so beschrieben hat, wie wir es heute kennen, als eine Diagnose für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Schwierigkeiten haben, mit anderen in Kontakt zu kommen und die deshalb eingeschränkt sind in ihrer Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft. Das allererste geht ganz schnell. Autismus kommt aus dem Griechischen. Es stammt vom Wort Autos ab. Autos bedeutet für sich selbst. Ein Automobil ist ein selbstfahrendes Fahrzeug. Eugen Bleuler, ein Schweizer Psychiater, war der erste Arzt, der Autismus in die Medizin hineingebracht hat, als Begriff. Er verwendete Autismus, um ein Phänomen der Schizophrenie zu beschreiben. Und zwar, wenn Menschen ganz tief in ihrem Wahn stecken, dann sind sie von außen nicht mehr ansprechbar. Dann sind sie autistisch. Das zweite ist, dass ich beschreibe, wer Autismus entdeckt hat. Es sind genau genommen zwei, die Autismus als erstes beschrieben haben, indem sie jeweils eine Gruppe von Kindern systematisch untersucht haben und diese Kinder dann als autistisch bezeichnet haben. Das eine ist Leo Kenner. Und das andere ist Hans Asperger. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ja noch eine relativ neue Wissenschaft. Und so ist es deshalb auch so, dass beide ihre Arbeiten erst im Zweiten Weltkrieg vorgelegt haben. Leo Kenner hat schon Mitte der 30er Jahre angefangen, Kinder zu untersuchen, die er im Sozialen sehr auffällig fand. Er hat in Baltimore gearbeitet, am Johns Hopkins Hospital, einem sehr bekannten Hospital an der Ostküste in Baltimore. Und Hans Asperger andererseits hat in Wien gearbeitet, an der Kinderklinik der Universität Wien, in der heilpädagogischen Abteilung. Auch er ist Mitte der 30er Jahre angefangen, die Kinder zu untersuchen. Und auch er hat dann im Zweiten Weltkrieg seine Habilitation vorgelegt und 1944 seine Arbeit veröffentlicht. Er hat die autistischen Kinder als autistische Psychopathen beschrieben. Er hat etwas ältere beschrieben als Leo Kenner und zum Teil auch sehr kluge Kinder, von denen er aber festgestellt hat, dass sie in ihrer ganzen Persönlichkeit durch den Autismus sehr geprägt waren. Das hat er versucht auszudrücken, indem er diesen etwas erschreckenden Begriff Psychopath benutzt hat. Leo Kenner andererseits ist davon ausgegangen, dass der frühkindliche Autismus, den er beschrieben hat, eine sehr schwere Krankheit ist. Vielleicht hat er lange spekuliert, eine Art von Schizophrenie, die in der frühen Kindheit auftritt. Beide haben scheinbar unabhängig, also an zwei verschiedenen Orten in der Welt, Autismus beschrieben. In meiner nächsten Session, in der zweiten Session, möchte ich beschreiben, dass sie nun doch nicht ganz unabhängig voneinander waren, sondern da werde ich aufzeigen, dass es eine Verbindung zwischen diesen beiden gibt. Aber für heute mache ich erstmal Schluss und sage Tschüss.